So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir reingehen, ich habe eine Bitte an euch. Wir haben ja jetzt bald die neue Season. Es wäre nett, wenn ihr meinen Creator-Code eintragen würdet. YT-FamilyEgg. Und vergesst bitte nicht, dem Video ein Like da zu lassen. Falls ihr komplett neu da seid, auch gerne ein Abo da lassen. Also 90% meiner Aufrufe sind von Nicht-Abonnenten. Wäre schön, wenn wir das ein bisschen ändern könnten. Aber genug gequatscht, jetzt gehen wir rein in den Shop. Und was haben wir drin? Richtig, Aurelia ist drin. Ihr wisst ja, ihr seht schon hier rechts, Aurum habe ich mir damals ja direkt gekauft. Es ist schon ein nicer Skin. Aber ich bin ehrlich, ich habe ihn lange nicht mehr gespielt. Den Skin gibt es jetzt auch in zwei Varianten. Einmal die leuchtende Variante, das ist die hier. Und einmal die normale, damit man nicht gerade so über die ganze Map auffällt. Aber die graue Variante, wie bei dem männlichen Skin, die gibt es scheinbar nicht. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine. Dann hier das Rückenaccessoire, das hat auch zwei Stile. Einmal das hellleuchtende. Ja. Das hellleuchtende. Er will es mir nicht zeigen. Ich liebe es. Da ist es. Danke. Wollen wir nicht hier trollen? Das Rückenaccessoire ist da. Ne, das Rückenaccessoire hat anscheinend. Das Rückenaccessoire hat scheinbar keine zwei Varianten. Normalerweise muss es das haben. Obwohl doch, man sieht hier unten so kein Plus. Okay, also das leuchtet immer hell. Auch nicht schlecht. Dann bekommen wir halt noch die Tarnung mit. Die Tarnung ist mit in dem Paket. Okay, hier sieht sie nice aus. Ja, die hat eben so geblendet, deshalb. Plus noch den Ladebildschirm. Und das halt insgesamt für 2200 V-Bucks. Muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Obwohl, wir bekommen den Skin, Rückenaccessoire zwar. Pickaxe, Tarnung und Ladebildschirm, nur doch geht eigentlich. So, jetzt wollte ich euch schon mal gerade zeigen, die männliche Variante. Die hat nämlich drei Stile, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, einmal die normale, das hier ist glaube ich schon die dunkle, ne? Ah, ne, hier die Variante meinte ich. Die gibt es nämlich bei dem weiblichen Skin nicht. Nämlich einmal hellleuchtend, normal und dann in diese dunkle Variante. Oh, komisch, warum die nicht bei der auch mit reingemacht haben. Dazu gibt es natürlich auch noch den Kleider. Den gibt allerdings nur in einer Variante und der leuchtet immer. Ein Kleider, wenn du den hast, dann ist aber der ganze Bildschirm voll. Also insgesamt, das Paket ist schon nice. Kann man schon, da kann man nicht meckern. Aber ich habe schon die männliche Variante und die weibliche. Ich finde persönlich, da ist jetzt nicht viel Unterschied. Gut, da wäre jetzt noch die Pickaxe, die Tarnung. Aber sonst bin ich eigentlich mit der männlichen komplett zufrieden. Dann des Weiteren ist Birdie wieder zurück. Immer noch ein schöner Skin. Das waren noch Zeiten, da war die Welt nur in Ordnung in Fortnite. Kappa. Dann in der Golfschläger. Ich sag nur Schwitzer. Dann Boxine ist wieder zurück. Gibt es ja auch in zwei Varianten. Zack. Dann in die männliche Variante davon, natürlich auch in zwei Varianten. Ah, ich weiß, ich habe damals schon gesagt, die feiere ich nicht so. Mehr so Fun-Dinger. Dann noch die Pickaxe dazu. Luftpolster. Ihr werdet lachen, aber das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil ihr werdet viel vom Game noch sehen, wenn ihr den Kleider benutzt. So, dann haben wir des Weiteren die Brandungsstreiterin. Reiterin? Hey, Reiterin. Die streitet sich nicht mit der Brandung. Auch ein schöner Skin. Halt mal ein etwas anderes Skin vom Gesichtszug her. Dann haben wir DJ Bock wieder zurück. Das ist sie in echt. Das ist die Verwandlung. Kostet allerdings 2000 V-Bucks, ist schon ein bisschen. Also 1500 für den Skin würde mir auch reichen. So, dann, wir haben wieder ganz viele Emotes. Einmal Glitter. Ihr wisst ja, die anderen haben immer wieder Copyright. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen inzwischen. Dann haben wir Rage Quit noch mit drin. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Wir können noch mal kurz hier reingehen, aber ihr werdet es kennen. Deshalb ist das auch zusammen für 800 V-Bucks, weil die Lieder sich schon ziemlich ähnlich sind. Dann Deathstroke Zero Paket noch dann. Da Harley Quinn Paket ist ebenfalls noch komplett drin. Das Flash Paket mit Black Manta. Ich weiß nicht, den übersieht man hier hinten immer so. Dann Catwoman, die Batman Geschichte.
Dann Beast Boy jetzt auch schon ewig mit drin. Batman Zero Paket, genauso wie Catwoman Zero Paket, ebenfalls noch drin. Dann natürlich für 16 Euro Batman der maskierte Rächer. Und letzter Lara Paket immer noch drin für 30 Euro. Muss man sich nicht gönnen, aber es ist immer noch 100 Jahre im Shop. Und nochmal, wenn ihr mich supporten wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen: yt-family. Gerade jetzt zur neuen Battle Pass-Zeit. Sehr wichtig. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und haut rein.